Das hat mich halt interessiert, weil Medizin und Informatik, finde ich, eine interessante Kombination ist. Ich habe schon relativ schnell angefangen, dass ich mich für Computer interessiere. Dementsprechend war das auch naheliegend, dass ich dann halt ein bisschen angefangen habe zum Programmieren. Ich war dann dementsprechend auf Lehrstuhlsuche, habe dann die Lehre bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding gefunden. Das hat mich halt irrsinnig interessiert, weil ein bisschen Medizin gemischt mit Informatik war. Natürlich darf man da nicht gleich losprogrammieren, aber man wird Schritt für Schritt darauf vorbereitet. Und so wie es bei mir ausgeschaut hat, habe ich ein bisschen einen Einblick in SAP, SQL und ABAP gekriegt. Naja, also mein Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr. Ich gehe in mein Büro, sage mal guten Morgen, baue mein kleines Setup auf und hole mir dann einmal Wasser. Danach schaue ich mal, was für Sachen es für den Tag zu machen gibt. Besprich auch das Ganze mit meinem Lehrlingsleiter und mache mir dann in die Arbeit. Zwischendurch gibt es mal eine Kaffeepause zur Entspannung. Erfolg ist es, wenn ich die Lehre schaffe. Und so die Erfolge zwischendurch sind meistens so, wenn ein Programm gut durchrennt. Ja, also ich würde den Lehrberuf auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich leibende Arbeitskollegen habe und ein super Arbeitsklima herrscht. Hardware ist cooler zum Arbeiten. KI. Steve Jobs.